Weltmeisterschaft im Biathlon. Intensiver Nebel. Katastrophales Wetter. Der geplante 15-Kilometer-Lauf der Frauen verspricht, gelinde gesagt, gruselig zu werden, mit starkem Regen, Nebel und viel Brise. Die Wetterbedingungen in Oslo scheinen herausfordernd zu sein, mit starkem Regen, Nebel und Windböen von bis zu 15 Kilometern pro Stunde. Die neue Startzeit für das Einzelrennen der Damen ist 13 Uhr und für das Einzelrennen der Herren 15 Uhr und 45 Minuten. Einzelrennen der Frauen beim globalen Biathlon-Wettbewerb in Oslo verschoben. Schlechte Wetterbedingungen mit starkem Nebel führten zur Verschiebung des Einzelrennens der Frauen beim Global-Biathlon-Kompetition in Oslo. Das erste Rennen nach der Weltmeisterschaft wurde auf Freitag in Norwegen verschoben. Hast du den Kanal bereits abonniert? Einzelwettbewerb in Oslo auf Freitag verschoben. Aufgrund widriger Wetterbedingungen in der norwegischen Hauptstadt wurde die Einzelveranstaltung der Frauen im Global-Kompetition verschoben. Der Kampf um die Einzelwertung der Damen wurde verschoben. Nebel und Regen haben das für Donnerstagnachmittag geplante dritte und letzte Rennen in Oslo vorerst verhindert. Der nächste Versuch findet am Freitag um 12 Uhr und 30 Minuten am Holmenkollen statt. Die Männer folgen dann um 15 Uhr und 30 Minuten statt 14 Uhr und 15 Minuten. Lena Häcki-Groß führt derzeit die Einzeldisziplinenwertung mit 117 Punkten an, gefolgt von der italienischen Weltmeisterin Lisa Vitozzi 115 und Vanessa Vogt Gehr 110. Der Obwaldner Sportler gewann das Rennen in Antholz vor dem Global-Kompetition. Wenn Häcki-Groß ihren Vorsprung behauptet, ist es das erste Mal, dass eine Schweizer Athletin einen globalen Biathlon-Wettbewerb gewinnt. Regen und vor allem Nebel führten am legendären Holmenkollen in Oslo zur Absage des Dameneinzelrennens über 15 Kilometer. Das gab die Internationale Biathlon Union, IBU, kurz vor Beginn des Weltwettbewerbs bekannt. Das Rennen ist für morgen, Freitag, geplant. Bis zum Schießbeginn wurde alles versucht. Aber die Sicht wurde immer schlechter. Das macht gerade im Einzel mit 4 Schüssen keinen Sinn. Das ist die einzig richtige Entscheidung, es morgen noch einmal zu versuchen, sagte Sportdirektor Felix Bitterling. Die Athletinnen waren darauf vorbereitet, ergänzte Frauentrainer Christian Mehringer. Doch die Realisierung sei angesichts der schlechten Bedingungen nicht möglich. Im Moment bereiten wir uns gerade auf Freitag vor. Dann geht es wieder hoch. Das Rennen der Frauen ist nun für etwa Mittag geplant, wie IBU-Rennleiter Borut Nunar dem ZDF mitteilte. Das ursprünglich für 14 Uhr und 15 Minuten geplante 20 Kilometer Einzelrennen der Männer kann möglicherweise etwas verschoben werden. Allerdings sind auch die Prognosen für die nächsten Tage in Oslo mit Regen und Temperaturen über 0 Grad nicht besonders gut. Bis zum Drehbeginn sei alles versucht worden, doch das Wetter habe sich zunehmend verschlechtert, insbesondere die Sicht auf den Schießstand, sagte Sportdirektor Felix Bitterling vom Deutschen Skiverband. Deshalb war es die einzig richtige Entscheidung, es einen Tag später noch einmal zu versuchen. Die Gefahr, den Wettbewerb auf halbem Weg abbrechen zu müssen, sei groß, erklärte Rennleiter Borut Nunar. Das ist das Worst-Case-Szenario für uns. Neben dem Nebel sorgen auch hohe Temperaturen und Dauerregen in der norwegischen Hauptstadt für Probleme im globalen Wettbewerb. Für Freitag sind nun 2 Rennen geplant. Ab 12 Uhr und 30 Minuten müssen Frauen mehr als 15 Kilometer laufen, ab 15 Uhr und 30 Minuten müssen Männer mehr als 20 Kilometer laufen. Nach Angaben des Wetterdienstes wird das Wetter ab Freitagnachmittag freundlicher. Das war das heutige Video, vielen Dank fürs Bleiben und bis zum nächsten Mal. Tags- und Schlüsselwörter zum Videothema: Biathlon, Herrenbiathlon, Panzerbiathlon, Biathlongewehr, Biathlon, Triathlon, Biathlon, Sport, Duathlon, Skibiathlon, Biathlon NGL, Biathlonspiel, Biathlon 2019, Oslo Biathlon, Biathlon Staffel, Biathlon Tag, Biathlon Norwegen,
Biathlon-Spiel für PC, was ist Biathlon, olympischer Biathlon, Geschichte des Biathlons, Frauenbiathlon, Biathlon-Spiel auf dem PC, NGL Biathlon 2019, Biathlon-Olympiade, Biathlon-Skifahren, NGL Biathlon-Scan, Biathlon-Highlights, Biathlon-Olympiade 2018. Biathlon, Nachrichten, Biathlon-Weltmeisterschaft, Nachrichten über Biathlon, Biathlon 2023, Neuigkeiten von Globo SBT Rekord, Biathlon, Neuigkeiten aus Russland, Neuigkeiten aus der Ukraine, Wettbewerb im Biathlon, Fußballspieler ist heute gestorben, Biathlon 2024, Biathlon-Weltmeisterschaft, Biathlon Lettland, Biathlon Russland, Olympische Winterspiele. Die Geschichte von die Olympischen Winterspiele, Olympische Winterspiele 2022, Biathlon 2021, bester Biathlon, Biathlon 23/24, Biathlon. Staffel, Biathlon Familie.